Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Wolfsburg gegen FC Augsburg. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Die Wolfsburger wären ja gerne regelmäßig dort, wo sie vor einigen Jahren waren, im erweiterten Spitzenkreis der Liga und im internationalen Geschäft. Aber Wolf, es gab in der Vergangenheit immer wieder den ein oder anderen Durchhänger. Ich denke, mit diesen Mitteln, die man hat, müsste mehr gehen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Der Mann im Tor ist Rafał Gikiewicz. Jeffrey Jauleo spielt mit Felix Udukai in der Defensive. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Die Partie hat begonnen. Wolfsburg hat angestoßen. Fischer. Schönes Dribbling hier. Ball draußen, wird Einwurf geben. Felix Odukay. Elvis Redzpikaj. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Fischer. Vorne jetzt die Balleroberung. Vielleicht die Führung jetzt. Castells macht sich da ganz lang. Da kurz ausgeführt. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Macht er gut Druck. Vargas. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Stark gearbeitet. Matthias Swanberg. Yannick Gerhardt. Lacroix. Sie lassen den Ball gut laufen. Und es wird nichts draus. Sie verlieren den Ball. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ballverlust. Lacroix. Fischer.
Fischer. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Super Volley! Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann dieser herrliche Volley. Wenn er den so nimmt, dann hat der Keeper keine Chance. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Augsburg ganz geduldig. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Die Ecke kommt rein. Keine ungefährliche Ecke, aber er ist da, das macht er sicher. Fischer. Den hat er förmlich geahnt. Gute Aktion jetzt. Jetzt wird es Ecke geben. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Fischer, Matthias Swanberg, immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe, hier Ball läuft exzellent, der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Arnold, ja, das ist ein guter Pass. Defensiv machen sie es gut. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Schönes Dribbling hier. Sie können sich da hinten befreien. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Das war der Anstoß durch Wolfsburg. Jetzt geht's los. Durchgang 2 hat begonnen. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Augsburg ganz geduldig. Aber dann doch der Fehler, Ballverlust. Arnold. Matthias Swanberg. Fischer. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln.
Das könnte gefährlich werden. Da war dazu eigensinnig, Buschi. Ah, lässt sich schwer sagen. Stand eigentlich gut. Also ich glaube, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Aber es war natürlich alles andere als ein guter Schuss. Niklas Dorsch. Vargas. Das muss er besser machen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Jetzt ist er durch. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Jetzt ist die Kugel weg. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne, also klar. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Könnte den Konter geben. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Er zieht ab. Das macht er sicher. Erneut die Parade. Wieder so eine erstklassige Aktion. Niklas Dorsch. Vargas. Die bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Fischer. Castells. Sie fangen diesen Ball ab. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Da haben sie jetzt einige Optionen. Er sucht die Lücke. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Oh, jetzt werden sie wechseln. Doppelter Wechsel jetzt. Ich bin gespannt, ob das auch taktische Veränderungen geben wird. Die Ecke kommt. Castells, das macht er, natürlich. Machen Sie jetzt gut. Oh, Sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Niklas Dorsch. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Könnte der Ausgleich werden. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Jetzt müssen Sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten.
Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Es wird jetzt hier gewechselt. Elvis Rätschbischer. Neue Partie, die Nummer 10, Arne Meyer. Sie wechseln also aus. Kurz vor dem Ende dieser Begegnung steht hier eine knappe Führung für die Gastgeber zu Buche. Es ist ein enges Spiel und ich glaube schon, sie haben hier beste Chancen, sich diesen Sieg zu holen. Wäre auf jeden Fall wichtig. Jetzt bitte konzentriert bleiben. Jetzt haben sie es gleich. Sie müssen bei ihrem Spiel bleiben. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Knapper Sieg am Ende, ein enges Ligaspiel und man merkt ja auch, sie atmen durch. Das hätte durchaus anders ausgehen können und das wissen sie. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie, ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg. Wolfsburg mit dem Anstoß. Erste Hälfte läuft.